Moment, warte mal kurz. Also, die haben einem Ufologen erlaubt, eine Militärbasis zu betreten, um dort einen UFO-Fall zu untersuchen, der sich dort ereignet hat? So ist es. Wir dürfen sogar den Fall innerhalb der Militärbasis rekonstruieren. Das ist ja unglaublich, aus deutscher Sicht. Willkommen zurück bei Exo Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. Spanien war das erste Land der Welt, in dem das Militär seine Akten über UFO-Zwischenfälle veröffentlicht hat. Natürlich nicht alle, und viele Geheimdokumente haben sie für sich behalten. Doch ein paar findigen UFO-Forschern ist es trotzdem gelungen, die Militärzeugen ausfindig zu machen und sie über das zu befragen, was sie da erlebt haben. Der spanische Journalist Miguel Pedrero hat eine ganze Reihe von spektakulären UFO-Zwischenfällen beim spanischen Militär untersucht, von denen hier in Deutschland nie einer gehört hat. Viele dieser Zwischenfälle fanden direkt über den Militärstützpunkten statt. Darüber habe ich jetzt mit Miguel Pedrero gesprochen. Das ist ein hochkarätiger Fall, sehr spektakulär. Er ist vielleicht einer der interessantesten UFO-Fälle mit militärischer Beteiligung in der spanischen UFO-Geschichte. Er ereignete sich in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1975 und der Protagonist heißt Francisco Miñano. Zu dieser Zeit war er Brigadier, militärischer Flugcontroller und Schichtführer des Bravo-Alpha-Teams der Luftüberwachungsstaffel Nummer 5, das Aitana-Radar, das sich in Alicante hier in Spanien befindet. Die Luftüberwachungsstaffeln sind die militärischen Einrichtungen, die Militärstützpunkte, wo sich die Radare befinden, die also den spanischen Luftraum überwachen. In dieser Nacht, in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 1975, habe man im Radarzentrum dieser Luftraumüberwachungsstaffel Nummer 5 ein Objekt beobachtet, das einige sehr seltsame Manöver machte. Das alles wurde vom Radar erfasst. Es war ein Objekt, das sich in 85.000 Fuß Höhe befand und plötzlich praktisch in 0,nichts auf 30.000 oder 40.000 Fuß sinkt und kurz darauf wieder auf 85.000 Fuß aufsteigt. Dann ging es wieder runter auf 40.000 Fuß. Dieses Objekt war etwa 40 bis 50 Meilen von EVA 5 entfernt, zwischen der Insel Ibiza und dem Luftüberwachungsgeschwader Nummer 5. Dort blieb es etwa 20 Minuten lang. Zuerst hätten sie gedacht, es könne ein Falschziel sein. Dann sind sie hinaus auf die Terrasse gegangen. Alle Radarkontrollzentren haben eine Art Terrasse um das Kontrollzentrum herum. Und zwar damit, wenn ein seltsames Objekt auf dem Radar entdeckt wird, die Radarbediener und sogar die Fluglotsen nach draußen gehen können, um dieses Objekt visuell zu identifizieren. Hier würde die Sichtung also bereits einen höheren Wert haben, weil dann ein Falschziel ausgeschlossen werden kann. Hier handelt es sich um ein Objekt, das sowohl auf dem Radar als auch gleichzeitig von den Radarbedienern und Fluglotsen beobachtet wurde. Sie haben tatsächlich bemerkt, dass sich zwischen dem Mond und Jupiter eine Art seltsames Objekt befand. Sie sind reingegangen, haben dieses Objekt auf dem Radar beobachtet, sind wieder rausgegangen und dann wieder rein. Und so ging es eine ganze Zeit. Es war ein Objekt, das größer und kleiner zu werden schien. Und gegen 4 Uhr morgens haben sie gesehen, dass es mehrere seltsame Objekte sind, die dort in der Ferne am Himmel auftauchten. Es waren 4 oder 5 Stück. Und sie haben sich sogar bewegt und ihre Position verändert. Dort standen sie also früh morgens auf der Terrasse des Radarkontrollzentrums, als sich ein Kollege umdreht und plötzlich sagt, was ist denn das da?
Und alle haben bemerkt, dass sich in etwa 100 Metern Entfernung ein sehr seltsames Objekt über dem Drahtzaun, der die Luftüberwachungsstaffel Nummer 4 umgibt, befindet. Direkt an der Abgrenzung über diesem Drahtzaun befand sich ein sehr seltsames Objekt, das sogar in den Innenbereich des Luftüberwachungsgeschwaders eingedrungen war. Einer der Hauptakteure in diesem Fall, Francisco Mignano, erzählte mir, es hätte wie eine Art Rugbyball ausgesehen. Wie es scheint, gibt es da sogar einen Geheimbericht mit einer Skizze von dem Objekt darin. Ja. Das zeige ich hier mal. Gern. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, genau, das ist die Akte, die in den Besitz von Francisco Mignano und anderen Protagonisten dieses Falles geraten ist. Der Bericht, den er über dieses Erlebnis geschrieben hat. Die Akte, die Francisco in seinem Besitz hat, ist eine von denen, die von der spanischen Luftwaffe nicht freigegeben wurden. Weiter. Sie haben also dieses rugbyballförmige Objekt auf die Stelle zukommen sehen, wo sie gerade standen. Wie groß war das? Er sagte, es war ungefähr... Mal sehen, ob ich das hier finde. Ich weiß es nicht mehr so genau. Gut, macht nichts. Es muss irgendwo im Bericht stehen. Aber ich kann mich gerade nicht an die Abmessungen erinnern. Aber es sei ein ziemlich großes Objekt gewesen. Und es ist also auf sie zugekommen. Und Francisco Mignanos Kollegen sind ein paar Schritte zurückgegangen. Los compañeros de Francisco Mignano dan unos pasos hacia atrás, ¿no? Aber er sagte mir, dass er sich irgendwie von diesem Flugobjekt sehr angezogen gefühlt habe. Und dieses Objekt sei ganz dicht an ihn herangekommen. Hier sehen wir ihn heute und zu der Zeit, als er in der vierten Luftüberwachungsstaffel gedient hat. Y en la época que prestaba servicio en el escuadrón de vigilancia aérea número 4, ¿no? Dieses Objekt befand sich sehr nah am Rand der Terrasse und Francisco Mignano, statt wegzulaufen, ist auf das Objekt zugerannt. Er erzählte, seine Kollegen hätten ihm zugerufen, er solle sich diesem Flugobjekt nicht nähern. In einem bestimmten Moment hat dieses Flugobjekt begonnen, sich senkrecht in Richtung Francisco Mignanos zu bewegen. Und anstatt stehen zu bleiben, hat er aber angefangen, neben dem Objekt herzurennen und die darin vermutete Besatzung des Flugobjekts oder wen auch immer aufgefordert, stehen zu bleiben. Er erklärte mir, dass er in diesem Moment einfach nur versucht hat, dieses Flugobjekt so gut wie möglich zu beobachten. Er wollte nur, dass es anhielt, um so nah wie möglich an das Flugobjekt heranzukommen. Und er hat im Hintergrund seine Kollegen gehört, die gerufen haben, lass das. Was hast du denn vor? Pass bloß auf. Es ist immerhin ein unbekanntes Flugobjekt innerhalb einer Militärbasis, innerhalb einer Luftüberwachungsstaffel. Tatsächlich habe er in einem bestimmten Moment, während er ganz nah neben dem Objekt hergelaufen sei, gesehen, wie sich eine Art Klappe öffnete und ein Blitz herauskam. Ein Blitz, der ganz dicht vor seiner Brust verschwunden ist. Entschuldigung, und wie es aussieht, gibt es das alles als Tonband, denn du hast hier ein Interview mit dem Zeugen geführt und seine eigene Stimme aufgenommen. Ich schlage vor, wir hören uns doch einfach mal an, was der Zeuge selbst zu sagen hat. Bitte schön. Lo que dijo. A ver. Wir waren draußen und haben es beobachtet. Es tauchte auf, erschien über dem Drahtzaun und bewegte sich auf uns zu. Sie haben es also ganz zu Anfang am Drahtzaun gesehen? Ja, wir haben es am Zaun gesehen und es ist auf uns zugekommen. Woher es kam, das weiß ich nicht. Und wie weit war der Zaun von Ihnen entfernt? Nun etwa 150, 200 Meter. Es kam sehr langsam und flog an uns vorbei, also eigentlich nur an mir, denn die anderen sind ja ins Innere des Gebäudes gerannt.
Es hat sich ganz langsam an mir vorbei bewegt. Und ich bin neben ihm hergerannt, bis diese Luke hier aufgegangen ist. Eine Klappe hier, ja, da eine. Und dann hat es den Blitz abgeschossen und hat mich hier auf der Brust getroffen. Ich stand einfach nur da. Aber bis dahin bewegte sich das Objekt langsam. Ja, sehr langsam. Was haben Sie gesagt? Ich habe nichts gesagt. Ich meine, ich war doch allein, weil die anderen reingerannt sind. Das Einzige, was ich gesagt oder vielleicht nur gedacht habe, war: Stopp, stopp, ich will dich sehen, bleib doch stehen. Es war überhaupt nicht groß. Ja, groß schon, aber so groß auch wieder nicht. Kennen Sie noch die F-86? Nun, etwa so, aber ohne Flügel und den ganzen hinteren Teil des Hecks. Das Volumen war etwa 4 Meter groß? Ja, ungefähr. Und die Höhe? Ich schätze mindestens 2,5 Meter. Und dieser Teil der Turbine, wie sah der aus? Weiß, ein weißes Licht, das blendete, aber nicht leuchtete. Kein Licht, mit dem man etwas hätte sehen können. Es war wie ein geschlossenes Licht? Ja, genau. Und während Sie, sagen wir mal, parallel zu dem Objekt gelaufen sind, hatte das Objekt die gleiche Geschwindigkeit wie Sie? Es bewegte sich sehr langsam. Ja, also im Vergleich zur Geschwindigkeit, mit der es später in Richtung Balearen sauste, war es wirklich langsam. Aber als ich hier am Rand angekommen bin, nur noch ein Schritt und ich wäre abgestürzt. Da hat es den Blitz ausgelöst, mich in die Brust getroffen und ich bin auf der Stelle stehen geblieben. Und dann mit dem Blitz, so wie es gekommen ist, fliegt es in Richtung Ibiza. Aber da ist es schon in voller Fahrt, es nimmt richtig Tempo auf. Ich gehe davon aus, dass Sie abgestürzt wären, wenn es den Blitz nicht auf Sie abgeschossen hätte. Ja, vermutlich, weil ich mir in dem Moment nicht bewusst war, wo ich stand. Sie wären wahrscheinlich dabei umgekommen. Kann schon sein, weil es dort ziemlich hoch ist. Wie hoch etwa? Nun, die Stelle, von wo aus ich runtergestürzt wäre, falls es denn passiert wäre, war mindestens 8 oder 10 Meter hoch. Und Sie sind wegen des Blitzes stehen geblieben oder haben Sie irgendeine Kraft gespürt, die Sie gestoppt hat? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich abrupt zum Stehen kam. Normalerweise, wenn du rennst und anhalten willst, machst du noch 1 oder 2 Schritte, aber ich habe da gestanden wie eine Statue. Ich gucke so und sage mir: Scheiße, noch ein Schritt und das war's. Und die anderen: Was ist denn mit dir los? Ich: Nichts. Es ist in Richtung Ibiza oder Palma de Mallorca. Es ist die gleiche Route. Und auf zum Bildschirm. Aber da war nichts. Die Sache ist die, Francisco Miñano ist neben diesem unidentifizierten Flugobjekt hergelaufen und dann hat sich eine Luke geöffnet. Ein Blitz ist herausgekommen und ganz dicht an ihn herangekommen. Genau genommen bis dicht an seine Brust. Er ist jedenfalls der Auffassung, dass dieses Licht oder dieser Blitz seine Brust nicht direkt berührt hat. Aber genau in dem Moment, und es passiert ja alles sehr schnell, hat der Blitz aufgeleuchtet. Francisco bleibt auf der Stelle stehen wie versteinert, so als ob der Blitz ihn zum Stehen gebracht hätte, und zwar ganz plötzlich. Das ist recht merkwürdig, denn wenn du relativ schnell läufst und vor allem wenn du rennst und willst anhalten, brauchst du eine gewisse Zeit. Du machst ein paar Schritte, bevor du zum Stehen kommst. In diesem Fall sei es aber nicht so gewesen. Francisco hatte den Eindruck, als ob er ganz plötzlich stehen blieb. Eine Vollbremsung sozusagen. Wo ist er denn stehen geblieben? Das ist das Interessante, denn er blieb stehen, konnte sich nicht bewegen und das Objekt verschwand mit voller Geschwindigkeit. Erst dann habe er gemerkt, wo er stehen geblieben war. Er hat genau am Rand der Terrasse gestanden. Die Terrasse habe keine Schutzmauer gehabt. Es war ein tiefer Abgrund von etwa 10 oder 12 Metern. Und genau dort, am Abgrund der Terrasse, ist er zum Stehen gekommen. Wenn er noch einen Schritt weitergegangen wäre, wäre er 10 oder 12 Meter in die Tiefe gestürzt und hätte sich natürlich schwer verletzt oder sogar sein Leben verloren. Also hat das Objekt quasi verhindert, dass er runterfällt? Ja, er sagte, das Objekt hätte ihn daran gehindert, von der 10 oder 12 Meter hohen Terrasse ins Leere zu fallen.
en esa distancia, ¿no? En esa terraza que estaba como unas 10 o 12 metros de altura, ¿no? Es decir, que de algún modo, efectivamente, das Objekt hat ihn sozusagen davor bewahrt, sich schwer zu verletzen oder zu sterben. Incluso perdiera la vida, ¿no? Ja, und das ist nur einer von mehreren schwerwiegenden UFO-Zwischenfällen, die sich beim spanischen Militär ereignet haben. Und Miquel Pedrero ist ein richtiger, waschechter Journalist. Der fährt eben selbst dorthin zu diesen Zeugen und rekonstruiert die Ereignisse vor Ort, zuweilen direkt auf der Militärbasis mit Erlaubnis des Kommandeurs. Also davon könnte sich die deutsche Bundeswehr wirklich mal eine Scheibe abschneiden. Wie oft ist es wohl auf deutschen Militärstützpunkten schon zu solchen UFO-Zwischenfällen gekommen? Ich finde, es wird Zeit, dass das deutsche Militär auch mal sagt, was es darüber weiß. Findet ihr nicht auch? Das gesamte Gespräch mit Miquel Pedrero gibt es ab sofort auf exomagazin.tv, auf Deutsch und im spanischen Original. Schaut mal rein. Bis bald. Ciao.